Sie sollen eigentlich nicht existieren. Niemand hat erwartet, sie zu finden. Wissenschaftler können nicht erklären, wie sie entstanden sind. Und dennoch hat das James-Webb-Weltraumteleskop sie gefunden. Diese 6 Galaxien, die genauso massiv sind wie unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, sind voller reifer roter Sterne. Sie sind so weit von uns entfernt, dass sie selbst durch dieses extrem leistungsstarke Teleskop wie winzige rötliche Punkte aussehen. Astronomen haben das Licht analysiert, das von diesen Galaxien ausgeht, und ihr Alter geschätzt, sie entstanden 500 bis 700 Millionen Jahre nach dem Urknall. Bisher nichts Überraschendes. So junge Galaxien sind nicht gerade selten. Wissenschaftler glauben, dass die ersten Sternhaufen kurz nachdem das Universum die sogenannten dunklen Zeitalter verließ, entstanden sein könnten. Das waren die ersten 400 Millionen Jahre seiner Existenz. Zu dieser Zeit füllte nur ein dichter Nebel aus Wasserstoffatomen das Weltall. Was besonders bizarr an diesen Galaxien ist, ist ihre enorme Größe und das Alter der Sterne, die sie bewohnen. Aber das stimmt nicht mit den bestehenden Vorstellungen darüber überein, wie das Universum aussah und wie es sich in seinen frühen Jahren entwickelte. Darüber hinaus entspricht es nicht den früheren Beobachtungen, die mit dem Hubble-Weltraumteleskop gemacht wurden, dem weniger leistungsfähigen Vorgänger von Webb. Also, laut Wissenschaftlern, wie sollen frühe Galaxien aussehen? Die Antwort ist einfach: jung und klein. Und tatsächlich, die meisten frühen Universumsgalaxien, die wir bisher gefunden haben, waren nur Weltraumbabys, blau und klein. Sie schienen gerade erst aus der urzeitlichen kosmischen Suppe aufgetaucht zu sein und bauten immer noch ihre frühen Sterne und andere Strukturen auf. Die meisten jungen Sterne sind tatsächlich blau. Im Laufe ihres Alterns erlangen sie ein röteres Leuchten, nachdem sie ihren Sternenkraftstoff verbrannt und abgekühlt haben. Deshalb waren Astronomen nicht darauf vorbereitet, in jenen alten Galaxien, die das Webb-Teleskop entdecken sollte, alte rote Sterne zu sehen. Eine weitere Sache, auf die sie nicht vorbereitet waren, war das Vorhandensein von Galaxien, die massiver als 1 Milliarde Sonnen sind. Und doch ist es passiert. Die zuletzt entdeckten massereichsten Galaxien scheinen eine Masse zu haben, die gerade mal halb so groß oder ein Viertel so groß wie die der Milchstraße ist. Und das Erstaunlichste daran ist, dass diese Galaxien bereits so groß waren, als das Universum nur 3% seines jetzigen Alters hatte. Aber bevor Astronomen damit beginnen, ihre Theorien umzuschreiben und zu versuchen zu erklären, wie solch riesige Galaxien so schnell nach dem Urknall entstanden sind, müssen wir sicherstellen, dass das, was wir betrachten, kein anderes Weltraumphänomen ist. Trotzdem benötigen die meisten alternativen Theorien auch völlig neue Konzepte. Eine der Theorien lautet folgendermaßen: Vielleicht strahlen Sterne im frühen Universum Licht auf eine ungewöhnliche, exotische Weise aus. Und da Astronomen davon nichts wussten, haben sie diese Möglichkeit in ihren Modellen nicht berücksichtigt. Oder unser Verständnis davon, wie Sterne entstehen, ist auf das frühe Universum möglicherweise nicht anwendbar. Wenn sich eine dieser Theorien als wahr herausstellt, wird es unser Verständnis von der Sternentstehung völlig umwerfen. Nun, wie wäre es, wenn wir mehr über das Gerät sprechen, das Astronomen dabei geholfen hat, diese bizarren Galaxien zu entdecken? Das James-Webb-Weltraumteleskop ist ein absolut erstaunliches Stück Ausrüstung, das etwa 100-mal leistungsfähiger ist als das Hubble-Weltraumteleskop. Und letzteres hat Orte beobachtet, die 13,4 Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Das James-Webb-Teleskop ist auch auf der teuren Seite, um es gelinde auszudrücken. Obwohl ursprünglich die Kosten für das Teleskop auf nur 1 bis 3,5 Milliarden Dollar geschätzt wurden, kostete der gesamte Entwicklungsprozess rund 10 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Die NASA hat 4,7 Milliarden Dollar ausgegeben, um das Hubble-Teleskop zu bauen und zu starten. Und es waren weitere 1,1 Milliarden Dollar nötig, um es im Orbit zu reparieren. Obwohl das James-Webb-Weltraumteleskop selbst 3 Stockwerke hoch
und von der Größe eines Tennisplatzes ist, sind seine Spiegel die leichtesten großen Teleskopspiegel aller Zeiten. Während des Herstellungsprozesses durchliefen sie eine Gewichtsreduktion von 92%. Wenn Sie sie betrachten, scheinen die Spiegel des Teleskops Gold zu sein. Aber in Wirklichkeit sind sie aus Beryllium gefertigt. Das ist ein stahlgrauer, leichter und spröder Metall. Eine Goldschicht wird auf jeden Spiegel aufgetragen, das stimmt. Aber sie können nicht vollständig aus Gold hergestellt werden, da dieses kostbare Material dazu neigt, sich auch bei geringen Temperaturänderungen auszudehnen und zusammenzuziehen. Also, die Gesamtmenge an Gold im James Webb Weltraumteleskop beträgt weniger als 57 Gramm. Das entspricht einem golfballgroßen Stück Gold. Und die Goldplatten, die den Spiegel bedecken, sind nur 1000 Atome dick. Was die Fähigkeiten des Teleskops betrifft, so könnte es eine US-Centmünze aus 38 Kilometern Entfernung und einen Fußball aus 547 Kilometern Entfernung klar erkennen. Die Teleskopseite von James Webb kühlt sich selbst ab und ihre Temperatur steigt nicht höher als 223 EC. Das ist kühl genug, um Stickstoff flüssig zu machen. Ein wirklich enormer fünfschichtiger Sonnenschild umgibt das Teleskop und reflektiert so viel Sonnenlicht wie möglich, um das Teleskop kühl zu halten. Es wird angenommen, dass das JWST in der Lage sein wird, Wasser auf weit entfernten Exoplaneten zu entdecken. Astronomen entdecken schon seit langem Planeten, die Sterne außerhalb unseres Sonnensystems umkreisen, indem sie geringfügige Dips im Licht der Sterne beobachten. Solche Dips treten auf, wenn Planeten vor ihnen vorbeiziehen. Darüber hinaus ist es möglich, einzigartige Signaturen im Licht zu lesen. Das kann uns Auskunft über die chemische Zusammensetzung der Planeten geben. Und die stärksten und am besten lesbaren Signaturen treten im Infrarotspektrum auf. Und raten Sie mal? Das James Webb verfügt über modernste Infrarotinstrumente. Sie können Wissenschaftlern helfen, neue Planeten zu entdecken und sogar das Vorhandensein von Wasser dort zu identifizieren. Das Teleskop wurde nahe des Äquators gestartet, weil die Erde dort etwas schneller rotiert. Dies gab der Rakete einen zusätzlichen Schub. Wenn das James Webb Weltraumteleskop keinen Treibstoff mehr hat, wird es weiterhin unendlich um die Sonne kreisen. Andererseits könnte es, obwohl das Teleskop eigentlich nicht dazu konzipiert wurde, gewartet oder aufgerüstet zu werden, möglicherweise mit Hilfe von Robotern aufgetankt werden. Dies würde seine Lebensdauer verlängern. Interessanterweise waren Astronomen anfangs sicher, dass es Zeit brauchen wird, um mit Hilfe des James Webb etwas Aufregendes zu finden. Sie dachten, dass die zuerst entdeckten Galaxien so klein und dunkel sein würden, dass das Teleskop höchstens einige entfernte Kandidaten finden würde. Aber es lief nicht wie geplant. Sobald die ersten Bilder veröffentlicht wurden, begannen Wissenschaftler unzählige Galaxien zu entdecken. Hell, groß und beeindruckend alt. Der Wettbewerb geht weiter. Eine Forschungsgruppe nach der anderen entdeckt neue rekordbrechende Welten. Ein Astronom sagte sogar, die wissenschaftliche Welt sei völlig aus dem Häuschen, da niemand tatsächlich solch beeindruckende Ergebnisse erwartet hatte. Eines der Hauptziele des Webb-Teleskops ist es, das Licht der allerersten Sterne und Galaxien im Universum zu beobachten. Leider gilt: je weiter ein Objekt entfernt ist, desto schneller bewegt es sich von uns weg. Und je länger das Licht reisen muss, desto mehr dehnt es sich zum Infrarotteil des Spektrums hin aus. Dies wird in der Astronomie als Rotverschiebung bezeichnet. Dank seiner Infrarotausrüstung kann das James Webb jedoch zuvor unsichtbare Welten für uns enthüllen. Dank dieses Teleskops konnten wir erstaunlich ferne Galaxien sehen, die vor rund 13,8 Milliarden Jahren entstanden sind. Das bedeutet, dass das Licht, welches das JWST detektiert hat, mehr als 13 Milliarden Jahre gebraucht hat, um die Erde zu erreichen. Können Sie sich das vorstellen? Aber eine dieser Galaxien sticht aus dem Rest hervor. Sie scheint die älteste Galaxie zu sein, die Astronomen bisher entdeckt haben. Es heißt Gliese-13 und es stammt aus einer Zeit, die nur 300 Millionen Jahre nach dem Urknall liegt. Die zuvor älteste Galaxie, die Wissenschaftler identifizierten, GNZ-11, wurde vom Hubble-Weltraumteleskop entdeckt.
und sie datiert auf 400 Millionen Jahre nach dem Urknall zurück. In jener kaum erforschten Epoche begannen die allerersten Galaxien und Sterne zu erscheinen. Aber wie hat sich dieser Prozess genau entfaltet? Niemand weiß es sicher, noch nicht. Es könnte von den Gesetzen einiger exotischer Physik abhängig gewesen sein, einschließlich des Einflusses von dunkler Materie und dunkler Energie oder einer schlecht untersuchten Kommunikation zwischen Gas, Staub und Sternenlicht. Mit Hilfe des Webb-Teleskops können Wissenschaftler nun ihre Theorien darüber testen, was dort draußen nach der Geburt des Universums vor sich ging. Im Herzen der Galaxie liegt ein mysteriöses Objekt, wie es noch kein Astronom je gesehen hat. Es zieht wie ein auf Koffein schießender Stern über den Himmel. Was also ist dieser mysteriöse Klumpen und wie steht er in Beziehung zu dem schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie? Lassen Sie es uns herausfinden. Dieses Ding wird X7 genannt. Es ist der geheimnisvolle Klumpen, der seit Jahrzehnten um das supermassive schwarze Loch unserer Galaxie herumhängt. Einige sagen sogar, es würde dort schon seit Hunderten von Jahren herumlungern. Wir wissen ein paar Dinge über X7. Zum Beispiel wiegt es etwa 50 Mal so viel wie die Erde. Das mag für einen Erdling viel klingen, aber im Weltraum ist das wie ein winziger Tropfen im Ozean. X7 bewegt sich auch ziemlich schnell, mit Geschwindigkeiten von bis zu 700 Meilen pro Sekunde. Das ist schneller als Sie, der versucht, das letzte Stück Pizza zu schnappen, bevor Ihr Mitbewohner dazukommt. Aber was in aller Welt ist dieses Ding? Ein magischer Stern, den wir noch nie gesehen haben? Ein außerirdisches Raumschiff? Nun, es gibt einige Theorien, verbunden mit dem tragischen Schicksal des Klumpens in der Zukunft. Leider sind die Tage von X7 gezählt. Derzeit befindet es sich auf einer 170-jährigen elliptischen Umlaufbahn um das supermassive schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Aber es wird nicht so weit kommen. Jedes Jahr nähert es sich spiralförmig immer mehr dem schwarzen Loch. In nur wenigen Jahren wird es spaghettified. Ja, das ist ein echter wissenschaftlicher Begriff. Und schließlich eingesogen, um nie wieder gesehen zu werden. Es gibt supermassereiche schwarze Löcher in den Zentren aller Galaxien, einschließlich unserer eigenen Milchstraße. Diese schwarzen Löcher sind so massiv, dass sie Raum und Zeit verzerren und nahegelegene Sterne dazu bringen, mit unglaublicher Geschwindigkeit um sie herumzukreisen. Sie dienen als kosmische Staubsauger, die alles und jedes einsaugen, was nahe genug kommt. Das schwarze Loch in unserer Galaxie wird Sagittarius A-Stern genannt. Klingt wie der Name eines schicken Hollywood-Prominenten. Oder? Aber dieses Himmelsobjekt ist weit beeindruckender als jeder Sterbliche. Es ist etwa 4 Millionen Mal massiver als unsere Sonne, was bedeutet, es könnte höchstwahrscheinlich unser gesamtes Sonnensystem zum Frühstück verspeisen. Aber keine Sorge. Diese schwarzen Löcher mögen wirklich beängstigend wirken, aber in Wirklichkeit sind sie zu klein, um mit einer ganzen Galaxie zu konkurrieren. Sie ziehen nur ein paar der nächsten Sterne ein und das ist alles. Auch Sagittarius A-Star scheint keinen sehr guten Appetit zu haben. Er wurde in letzter Zeit als ziemlich ruhig beobachtet, was für uns eine gute Nachricht ist. Aber selbst wenn es supergierig wäre, würde es für uns keine Bedrohung darstellen. Dieses schwarze Loch ist über 26.000 Lichtjahre entfernt. Von der Erde aus können wir es im Sternbild Schütze sehen. Im Jahr 2022 veröffentlichte die Event Horizon Telescope Collaboration das allererste Bild von Sagittarius A-Star. Es dauerte Jahre der Zusammenarbeit und Technologie, um dieses atemberaubende Bild einzufangen. Und das ist unser zweites Foto eines schwarzen Lochs in der Geschichte. Das erste wurde 2019 veröffentlicht und zeigte das supermassive schwarze Loch namens M87 Star. Ja, beide haben Star in ihrem Namen. Versuche nicht, es Sinn machen zu lassen. Wie auch immer, Sie erinnern sich vielleicht an dieses Foto als das allererste Bild eines schwarzen Lochs überhaupt. Es ging im Internet verrückt viral. Und dieses schwarze Loch M87 Star, das sich in der Galaxie Messier 87 befindet, ist bei weitem beängstigender als Sagittarius A-Star. Sie dachten, 4 Millionen Sonnenmassen wären beeindruckend?
Wie wäre es dann mit 2,5 Milliarden Sonnenmassen? M87 ist ein echtes Monster. Es ist auch bekannt für seine kraftvollen Plasmastrahlen, die so energetisch sind, dass sie sich tausende von Lichtjahren vom Zentrum des Schwarzen Lochs erstrecken. Wenn M87 ein Superheld wäre, wäre es Iron Man mit seinen Repulsorstrahlen auf voller Leistung. Jetzt technisch gesehen kann man kein Foto von einem schwarzen Loch selbst machen, da es, naja, schwarz ist. Kein Licht kann seinem Griff entkommen. Aber der leuchtend orange Ring auf diesem Foto zeigt die Materie um Sagittarius A-Star. Es wird als Akkretionsscheibe bezeichnet. Eine wirbelnde Scheibe aus heißem Gas, das sich um das Zentrum spiralt und dabei auf Millionen von Grad aufheizt. Es ist wie ein riesiger, feuriger Wirbel, aber ohne Ausweg. Und der Schatten in der Mitte deutet auf das schwarze Loch selbst hin. In diesem Schatten befindet sich ein Ereignishorizont. Der Ereignishorizont ist die Grenze um das schwarze Loch, jenseits der nichts, nicht einmal Licht, seiner Gravitationskraft entkommen kann. Es ist der Punkt ohne Wiederkehr, an dem die Gravitationskraft so stark ist, dass selbst das schnellste Objekt im Universum, das Licht, nicht entkommen kann. Sobald sie den Ereignishorizont überschreiten, sind sie dazu verdammt, zum Zentrum des schwarzen Lochs zu fallen, wo die Gesetze der Physik, wie wir sie kennen, zusammenbrechen. Und genau das ist das Schicksal, das unserem unglücklichen X7 bevorsteht. Im Moment wird der reine Blob von mächtigen Gezeitenkräften gestreckt und gezogen. Übrigens, bevor es sein unzeitgemäßes Ende trifft, wird erwartet, dass X7 eine Art Show abzieht. Seine engste Annäherung an das schwarze Loch, Periastron genannt, wird voraussichtlich 2036 stattfinden. Und wenn es endlich durch die Gravitationskräfte des Sagittarius A-Sterns zerrissen wird, könnte es einige coole Feuerwerke zu sehen geben. Aber das ist nicht das Wichtigste. Der lustige Teil ist, das zukünftige Ende von X7 könnte uns endlich helfen zu verstehen, was zum Teufel dieses Ding überhaupt ist. Ein Team von Wissenschaftlern hat untersucht, wie ein seltsamer Klumpen das schwarze Loch umkreist. Und das ist, als sie entdeckten, dass X7 sich auf fast das Doppelte seiner ursprünglichen Länge ausgedehnt hat. Und was bedeutet das? Nun, es deutet darauf hin, dass X7 höchstwahrscheinlich aus Trümmern besteht, die bei einer kürzlichen Kollision zwischen zwei Sternen ausgestoßen wurden. Ja, Sie haben richtig gehört, ein Weltraum-Autounfall. Stell dir das vor. Zwei Sterne verlieben sich und beginnen sich viele Jahre lang umeinander zu drehen. Danach verschmelzen sie schließlich miteinander. In diesem Moment schleudern sie Tonnen von Gas und Staub aus. Und vielleicht hat dieser kosmische Tanz unseren Klumpenbaby X7 erschaffen. Es ist im Grunde genommen wie die Krümel, die nach einem riesigen Weltraumfest auf dem Tisch zurückbleiben. Etwas derartiges ist tatsächlich ziemlich üblich, insbesondere in der Umgebung von schwarzen Löchern. Es ist wie ein galaktischer Auffahrunfall, der Trümmer überall hinschleudert. Tatsächlich ist das Universum voller mysteriöser Klumpen. Sie werden die G-Objekte genannt. Nein, sie sind nicht die G-Men aus Men in Black. Aber sie sind genauso geheimnisvoll und schwer zu fassen. Diese Kerle geben Astronomen seit mehr als 20 Jahren Rätsel auf. Sie sehen aus wie Gaswolken, verhalten sich aber wie Sterne. Es ist, als könnten sie sich nicht entscheiden, ob sie eine Wolke oder ein Stern sein wollen. Los, Leute, entscheidet euch. G-Objekte dehnen sich am nächsten Punkt zum zentralen schwarzen Loch aus, aber sie treten intakt hervor, wie ein Gummiband, das sich dehnt, aber nicht bricht. Wissenschaftler glauben, dass sie die Sterne sind, die zu einem verschmelzen. Und dabei erzeugen sie auch eine riesige Gaswolke, die das Resultat verbirgt. So ähnlich wie wenn man einen klobigen Pullover trägt, sodass niemand weiß, dass man ein paar zusätzliche Pfunde zugenommen hat. Und dann fand eine Studie, die 2021 veröffentlicht wurde, heraus, dass eines dieser Objekte, G2, eigentlich eine molekulare Wolke war, die drei Babysterne verbirgt. Was für eine Plotwende. Aber X7 ist das schwarze Schaf der seltsamen Blobfamilie. Es unterscheidet sich erheblich von den G-Objekten, wie der merkwürdige Cousin, den man einmal im Jahr bei Familientreffen sieht. Seine Entwicklung ist dramatischer gewesen. Außerdem wird es nicht durch eine Masse in seinem Zentrum zusammengehalten. Wodurch wird es dann zusammengehalten? Feenstaub? Magie? Wir brauchen Antworten. Deshalb glauben Wissenschaftler, dass X7 kein G-Objekt selbst ist, sondern aus seinem Schutt besteht. Oder vielleicht doch nicht.
Wir haben keine Ahnung. Die Möglichkeiten sind endlos und das macht die Astronomie so aufregend. Also lasst uns unsere Augen auf den Himmel richten und sehen, welche anderen merkwürdigen Objekte da draußen sind. Wer weiß, vielleicht entdecken wir einen weiteren mysteriösen Klumpen. Und dieses Mal wird es ein Raumschiff sein. Das wäre wirklich großartig. Seltsame, ungewöhnliche Geräusche aus dem Nichts verbreiten sich in unserer Galaxie. Sie wiederholen sich ständig und es sind Geräusche, die wir so noch nie zuvor gehört haben. Wissenschaftliche Teams entdeckten diese Geräusche im Jahr 2020 und sie waren nicht wie die anderen Energiesignaturen, die sie untersucht haben. Starke und helle Radiosignale, die von Zeit zu Zeit auftreten und innerhalb eines Tages wieder verschwinden. Sie passen nicht ins Profil eines uns bekannten Weltraumkörpers. Das Signal ist etwas irritierend und es verschwindet ohne Zeitplan. Als die Forschenden versuchten, das Signal mit einigen anderen Teleskopen abzugleichen, war es verschwunden. Sterne mit geringer Masse leuchten manchmal mit Radioenergie auf, aber nicht hier, denn sie haben meist ein Gegenstück im Röntgenbereich. Sehr dichte, kollabierte Sterne wie Pulsare und Magnetare kommen auch nicht in Frage. Die nächstliegende Lösung ist eine mysteriöse Klasse von Objekten, die wir als Galactic Center Radio Source, GCRT, kennen. Es handelt sich um eine Radioquelle, die heller wird und schnell leuchtet. Sie zerfällt in der Nähe des Zentrums unserer Galaxie und könnte uns helfen, die Geheimnisse des Universums zu enträtseln. Wenn du ein fliegendes Auto hättest, das mit einer Geschwindigkeit von 95 Kilometern pro Stunde fliegen könnte, bräuchtest du nur eine Stunde, um ins All zu kommen. Der Mond ist etwas weiter entfernt, 400.000 Kilometer, was etwa dem zehnfachen Umfang unseres Planeten entspricht. Das bedeutet, eine Reise zum Mond wäre wie eine Tour um die Erde, aber zehnmal hintereinander. Und das würde weniger als 6 Monate dauern. Eine Reise zum Pluto würde über 800 Jahre dauern. Proxima B ist der nächste erdähnliche Nachbar, den wir haben. Es ist eine kleine, felsige Welt, die den nächsten stellaren Nachbarn unserer Sonne umkreist. Er umkreist die bewohnbare Zone des Sterns, ein Gebiet, das weit genug von jedem Stern entfernt ist, um moderate Bedingungen zu haben. Nicht zu kalt und nicht zu heiß, damit zumindest hypothetisch flüssiges Wasser existieren kann. Wenn du versuchen würdest, mit einer Geschwindigkeit von 40.200 Kilometern pro Stunde, das ist die Geschwindigkeit der Apollo-Mondraketen, zu Proxima B zu reisen, würdest du mehr als 112.000 Jahre brauchen, um dort anzukommen. Aber du könntest dort sehr wahrscheinlich nicht atmen, denn niemand weiß, ob Proxima B eine Atmosphäre hat. Die Menschen erforschen das Universum, aber wir können nur etwa 5% der Materie dort oben sehen. Und Albert Einstein war der Erste, der erkannte, dass der leere Raum nicht wirklich nichts ist. Der Rest, den wir nicht sehen können, besteht aus unsichtbarer Materie, auch bekannt als dunkle Materie, kombiniert mit etwas, das dunkle Energie genannt wird. Wenn du versuchen würdest, Wasser ins Weltall zu schütten, natürlich außerhalb eines Raumschiffs, würde es sofort kochen oder verdampfen. Das liegt daran, dass es im Weltraum keine Luft und keinen Luftdruck gibt. Wenn der Luftdruck sinkt, sinkt auch die Temperatur, bei der du normalerweise Wasser zum Kochen bringst. Deshalb kocht Wasser auf einem Berggipfel viel schneller als zum Beispiel auf Meereshöhe. Im Weltraum gibt es keinen Luftdruck, sodass das Wasser bei einer sehr niedrigen Temperatur zu kochen beginnt. Wissenschaftliche Teams glauben, dass es da draußen mindestens ein paar Milliarden Galaxien gibt. Wir kennen die tatsächliche Zahl nicht und werden sie wahrscheinlich auch nie erfahren, aber man hat versucht, sie zu berechnen, indem man gezählt hat, wie viele Galaxien wir in einem ziemlich kleinen und begrenzten Bereich des Himmels sehen können. Es scheint, als gäbe es im Universum nur hier und da ein paar Sterne und ein paar Planeten, aber unsere Heimatgalaxie hat mindestens 100 Milliarden Planeten. Wenn du einen Ballon mit Helium füllst und ihn steigen lässt, wirst du sehen, dass er sehr hoch schwebt. Er steigt zwar in die Atmosphäre auf, aber nicht in den Weltraum. Je höher du steigst, desto dünner wird die Luft in unserer Atmosphäre. Dein Ballon steigt bis zu dem Punkt auf, an dem die ihn umgebende Atmosphäre das gleiche Gewicht hat wie das Helium in ihm. Das ist ungefähr in einer Höhe von 32 Kilometern über der Oberfläche der Fall. Weiter kann ein Heliumballon also nicht aufsteigen.
Wir wissen nicht wirklich, wie groß das Universum ist. Wir können weder seine Ränder sehen, noch wissen wir, ob es überhaupt einen Rand gibt. Mit Hilfe unserer Technik können wir bis zu einer Entfernung von etwa 14 Milliarden Lichtjahren von unserem Planeten aus sehen. Das bedeutet, dass wir einen Durchmesser von etwa 28 Milliarden Lichtjahren überblicken können. Ausgehend von der äußersten Schicht unserer Atmosphäre, die etwa 960 Kilometer über der Oberfläche unseres Planeten endet. Aber die Größe des Universums verändert sich ständig und wird mit der Zeit immer größer. Merkur ist der Sonne am nächsten. Deshalb denken die meisten Menschen, dass er auch der heißeste Planet ist. Aber die Venus ist der heißeste Planet. Sie ist der zweite Planet, der von unserem Zentralgestirn entfernt ist und im Vergleich zu Merkur etwa 51 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt ist. Merkur hat keine Atmosphäre, die wie eine schützende Decke die Wärme der Sonne abhält. Die Venus hat eine unerwartet dicke Atmosphäre, die etwa 100 Mal dicker ist als unsere. Ihre Atmosphäre lässt die Wärme nicht nach außen dringen, sondern speichert sie und macht die Venus immer heißer. Außerdem besteht sie hauptsächlich aus Kohlendioxid, das die Sonnenenergie ungehindert durchlässt. Die langwellige Strahlung, die von der warmen, aufgeheizten Oberfläche ausgeht, ist aber weniger transparent. Die durchschnittliche Temperatur auf der Oberfläche der Venus beträgt etwa 468 Grad Celsius, was heiß genug ist, um Zinn zu schmelzen. Die Höchsttemperatur auf ihrem Nachbarn, dem Merkur, liegt bei 427 Grad Celsius. In vielleicht 2 oder mehr Milliarden Jahren wird es viel zu heiß sein, um auf unserem geliebten Planeten zu leben. Im Laufe der nächsten 100 Millionen Jahre wird unsere Sonne immer heißer und heller. Irgendwann steigen die Temperaturen so hoch, dass unsere wunderschönen Ozeane verdampfen. Weil sie 70% des Sauerstoffs produzieren, den wir zum Überleben brauchen, wird es ohne Ozeane kein Leben mehr geben. Das bedeutet, dass unser Planet zu einer riesigen Wüste wird, so wie der Mars heute. Pluto, ein sehr weit entfernter ehemaliger Planet, der jetzt ein Zwergplanet ist, hat einen kleineren Durchmesser als die gesamte USA. Die Entfernung von Maine nach Northern California beträgt etwa 4700 Kilometer, während der Pluto nur 2371 Kilometer breit ist. Pluto ist sehr weit weg, aber der Rand unseres Sonnensystems ist 1000 Mal weiter entfernt als dieser Zwergplanet. Jedoch wurden in der Astronomie viele Weltraumobjekte gefunden, die unsere Sonne viel weiter entfernt umkreisen als Pluto, wie etwa Kuipergürtelobjekte und transneptunische Objekte. Es gibt auch die Oortsche Kometenwolke, die ein halbes Lichtjahr von Pluto entfernt ist, ebenfalls 1000 Mal weiter entfernt. Ein Neutronenstern ist sehr schwer. Schon ein Teelöffel voll davon würde 6 Milliarden Tonnen wiegen. Neutronensterne sind die Überbleibsel von riesigen Sternen, denen der Brennstoff ausgegangen ist. Der schwindende Stern explodiert und sein Kern fällt auseinander, aber wegen der Schwerkraft bildet er einen extrem dichten Neutronenstern. Diese Sterne haben in der Regel eine Masse von bis zu 3 Sonnen, aber ihr Radius beträgt etwa 9,65 Kilometer, weil sie zu den dichtesten Dingen in unserem Universum gehören. Zumindest soweit wir wissen. Das Universum hat eine Farbe, und zwar eine Art Beige, oder wie man es nennt, kosmisch Latte. Es hat auch seinen eigenen Geruch, der dich an ein gebratenes Steak oder heißes Metall erinnert. Zumindest haben das die Astronauten und Astronautinnen gesagt, die im Weltraum waren. Wenn du einen Raumanzug bauen willst, musst du dich auf eine harte Arbeit einstellen. Es dauert 5000 Stunden, ihn herzustellen und kostet dich 1 Million Dollar. Ein wirklich guter Anzug besteht aus 11 Lagen Material und wiegt etwa 50 Kilogramm. Und er muss bequem sein. Du brauchst auch mehr Platz, weil du im Weltraum bis zu 2 cm wächst. Wenn du im Weltraum herumschwebst, hat die Schwerkraft der Erde keinen Einfluss auf dich. Deshalb können sich die Wirbel in deiner Wirbelsäule etwas ausdehnen und entspannen, was bedeutet, dass du etwa 3% größer wirst. Bei einer Größe von 1,80 sind das etwa 2 cm, aber keine Sorge, das ist nicht von Dauer. Sobald du wieder auf der Erde bist, schrumpfst du innerhalb von ein paar Monaten wieder auf deine normale Größe. Der Weltraum ist nicht die beste Wahl, wenn du dich mit deinem Freund oder Freundin unterhalten willst, denn dort oben kann sich der Schall nicht ausbreiten.
Die Moleküle sind dort so weit voneinander entfernt, dass Schallschwingungen sie nicht erreichen können, was bedeutet, dass sie nicht schwingen und wir sie nicht hören können. In Filmen wird das nicht so genau genommen, aber wenn du im Weltraum schreien würdest, würde dich niemand hören. Wir leben sozusagen in unserer Sonne. Die Sonne ist nicht nur ein großer, heißer Lichtball, der 150 Millionen Kilometer von uns entfernt ist. Ihre äußere Atmosphäre ist viel größer. Sie reicht weit über ihre Oberfläche hinaus, die wir sehen können. Die Umlaufbahn unseres Planeten führt durch ihre dünne Atmosphäre. Der Beweis dafür sind Süd- und Nordlichter, die durch die Böen des Sonnenwindes entstehen. Das bedeutet, dass wir in gewisser Weise im Innern der Sonne leben. Aber nicht nur wir, sondern auch andere Planeten, darunter der ferne Neptun. Die Heliosphäre, so nennen wir die äußere Sonnenatmosphäre, erstreckt sich über etwa 10 Milliarden Kilometer. Es gibt viele unbeantwortete Fragen in der Physik. Wie sind universelle Energie und Materie entstanden? Woher kommt die Schwerkraft? Und vieles mehr. Wir versuchen seit Jahren, Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Und eine der Personen, die versucht hat, dies zu tun, war Paramahamsa Tewari, der Autor der sogenannten Raumwirbeltheorie. Was ist diese Theorie und was sagt sie über die verborgenen Gesetzmäßigkeiten unseres Universums aus? Lassen Sie uns das herausfinden. Paramahamsa Tewari war der ehemalige Geschäftsführer der Nuclear Power Corporation Indien. Er übernahm die Raumwirbeltheorie, oder kurz SVT, die zuerst von René Descartes vorgeschlagen wurde, und finalisierte sie. Er war schon immer von Physik und ihren Größen inspiriert, sogar schon seit seinen Tagen als Student der Elektrotechnik. Nach intensivem Studium der Physikgesetze entdeckte er neue Gleichungen, die Materie und die Masse und Ladung des Elektrons definieren. Danach kam er mit der SVT auf. Diese Theorie versuchte, die unerklärten Phänomene in der Physik zu erklären, einschließlich der Entstehung des Elektrons und der gravitativen, elektrostatischen und elektromagnetischen Energiefelder sowie anderer Dinge. Sie beschrieb auch die 6 verborgenen Gesetze des Universums, die unserer gesamten Welt zugrunde liegen. Aber zuallererst sprechen wir über die Theorie selbst. Die Raumwirbeltheorie legt nahe, dass das Universum aus Wirbeln besteht oder aus wirbelnden Energiemustern. Und laut SVT sind diese Wirbel die fundamentalen Bausteine des Universums. Sie sind die treibende Kraft hinter den Gesetzen der Physik und den grundlegenden Prinzipien unserer Welt. Im Grunde genommen ist alles im Universum durch diese Wirbel verbunden und vernetzt. Diese Theorie basiert nicht wirklich auf handfesten Beobachtungen, sondern eher auf mathematischen Modellen und computergestützten Modellierungen. Zum Beispiel haben einige computergestützte Modelle gezeigt, wie diese Wirbel in der Hydrodynamik und Plasmaphysik funktionieren. Sie zeigten, dass Wirbel in solchen Systemen einen zentralen Anziehungspunkt haben können und miteinander verknüpft sein können. Andere Modelle wurden verwendet, um zu untersuchen, wie die Energien innerhalb der Wirbel sich bewegen und wie sie unterschiedliche Frequenzen und Vibrationen erzeugen können. Einige Experten haben jedoch die SVT dafür kritisiert, dass sie ausschließlich Modelle und Simulationen verwendet. Die größte Kritik ist, dass diese Theorie tatsächlich nicht getestet werden kann. Sie stützt sich auf Mathematik und nicht auf experimentelle Daten. Deshalb wird es nicht als eine allgemein anerkannte wissenschaftliche Theorie akzeptiert. Aber es ist immer noch ziemlich interessant und bietet eine einzigartige Perspektive auf das Universum und unser Verständnis der Gesetze der Physik. Zum Beispiel besagt die SVT, dass das Universum einige zugrunde liegende, versteckte Regeln hat, die zur Schaffung von Grundstoffen, ihrer Montage und Bewegung führen. Was sind diese Gesetze und was besagen sie? Nun, lass uns einen Blick darauf werfen. Gesetz 1. Das Universum hat nur eine primordiale Entität Raum, das heißt absolutes Vakuum, das Materie strukturiert. Dieses Gesetz besagt, dass der Raum der grundlegende Baustein des Universums ist und dass er für die Strukturierung der Materie verantwortlich ist. Es deutet an, dass der Raum die grundlegende Entität ist, die die Struktur der Materie schafft und erhält. Und dass alle Materie im Universum aus den gleichen grundlegenden Partikeln besteht, wie Elektronen und Positronen. Lassen Sie es uns einfach ausdrücken. Stellen Sie sich vor, das Universum ist wie ein großes Lego-Set. Genau wie alle Lego-Steine aus denselben grundlegenden Bausteinen bestehen, besteht auch das Universum aus denselben grundlegenden Bausteinen. Und diese Bausteine werden Elektronen und Positronen genannt. Aber was hält all diese Blöcke zusammen? Natürlich der Raum.
Der Raum gibt ihm Form und Struktur, genau wie der Kunststoffbehälter alle Legosteine in einem Set zusammenhält. Das erste Gesetz besagt also, dass der Raum der grundlegende Baustein ist, der Materie strukturiert und alles im Universum zusammenhält. Gesetz 2. Materie besteht aus Vielfachen von nur einer Art von Grundteilchen, Elektronen und Positronen. Dieses Gesetz besagt, dass alle Materie im Universum aus den gleichen Grundteilchen besteht, dem Elektron und Positron. Diese beiden sind die Legosteine, über die wir schon gesprochen haben. Und laut dem zweiten Gesetz bestehen diese winzigen, unsichtbaren Teilchen aus allem, von einem winzigen Atom bis zu einer riesigen Galaxie. Genau wie es keine Rolle spielt, welche Form oder Größe unser Lego-Bau hat, er besteht immer noch aus denselben Bausteinen. Gesetz 3. Die Feldverteilung im Raum, wie sie von der heutigen Physik erkannt wird, verbunden mit und ausgehend von Materie, sind Effekte, die nur von einem grundlegenden Feld im Raum ausgehen. Dieses Gesetz besagt, dass die von der gegenwärtigen Physik erkannten Felder, wie die elektromagnetischen und Gravitationsfelder, Effekte sind, die von einem einzigen grundlegenden Feld im Raum hervorgehen. Es legt nahe, dass dieses grundlegende Feld verantwortlich ist für die Schaffung von allem, was wir im Universum beobachten. Lassen Sie uns also versuchen, es einfach zu machen. Stellen Sie sich diesmal vor, das Universum ist wie ein großer Spielplatz. Alle verschiedenen Felder, die wir beobachten, wie das Gravitations- und elektromagnetische Feld, sind wie verschiedene Spiele, die wir dort spielen. Aber egal, was wir spielen, wir befinden uns immer noch in einem grundlegenden Raum. Das ist der Spielplatz selbst. Es ist die Basis, die alles zusammenhält. Nach dem dritten Gesetz könnten wir ohne den Spielplatz keine Spiele spielen. Und ohne dieses grundlegende Feld im Raum könnten wir keine Felder im Universum beobachten. Gesetzt vor: Es gibt nirgends im gesamten Universum ein Vakuum, außer in den Zentren der grundlegenden Teilchen von Materie, Elektronen und Positronen. Dieses Gesetz besagt, dass es im Universum keinen wirklich leeren Raum gibt und dass jeder Raum mit dem grundlegenden Feld, dem, über das wir vorher gesprochen haben, gefüllt ist. Es besagt, dass Elektronen und Positronen überall zu finden sind. Und selbst die Dinge, die wir für leer halten, wie das Vakuum, sind tatsächlich voller winziger Partikel. Und laut diesem Gesetz sind die einzigen wirklich leeren Räume, die wir im Universum finden können, im Zentrum der grundlegenden Teilchen, Elektronen und Positronen. Gesetz 5. Aus nur einer grundlegenden universellen Konstante lassen sich alle Konstanten, die in der heutigen Physik als universell betrachtet werden, ableiten. Dieses Gesetz besagt, dass alle in der zeitgenössischen Physik als universell angesehenen Konstanten von einer einzigen grundlegenden universellen Konstante abgeleitet werden können. Es deutet darauf hin, dass alle Konstanten in der Physik miteinander verknüpft sind und durch ein einziges grundlegendes Prinzip erklärt werden können. Ich weiß, dass du in letzter Zeit viel Fantasie an den Tag gelegt hast, aber bitte halte noch durch. Stell dir diesmal das Universum als ein großes Rezept vor. Alle Konstanten in der Physik, wie die Lichtgeschwindigkeit, die Gravitationskonstante und die Planck'sche Konstante, sind wie die Zutaten. Sie sind sehr verschieden und es gibt eine Menge von ihnen. Aber genau wie alle Zutaten in einem Rezept miteinander verbunden sind und zusammen ein Gericht ergeben, kommen auch alle Konstanten in der Physik zusammen, um das Universum zu bilden. Und genauso wie ein Rezept eine Hauptzutat hat, die alles zusammenhält, hat auch die Physik eine einzige grundlegende Konstante, die alles zusammenhält. Gesetz 6. Die räumliche Struktur submikroskopischer grundlegender Materie wiederholt sich einheitlich in den räumlichen Strukturen makrokosmischer Körper wie Planeten, Sternen und Galaxien. Dieses Gesetz besagt, dass die Struktur der Grundteilchen, aus denen Materie besteht, sich wiederholt und einheitlich über alle Größenordnungen hinweg erstreckt. Von subatomaren Teilchen bis hin zu makrokosmischen Körpern wie Planeten, Sternen und Galaxien. Es lässt vermuten, dass die gleichen grundlegenden Prinzipien die Struktur der Materie in allen Größenordnungen bestimmen. Lassen Sie uns zur Analogie mit den Rezepten und dem Kochen zurückkehren. Indem der Koch verschiedene Zutaten verwendet und auf unterschiedliche Weisen kombiniert, kann er neue Gerichte kreieren. Diese werden alle unterschiedliche Gerichte sein und sie können sehr einfach oder sehr komplex sein. Aber bei ihrer Zubereitung wendet der Koch immer noch die gleichen grundlegenden Regeln und das gleiche Wissen an, das er hat, richtig? Und genauso erschafft das Universum auch verschiedene Strukturen, von Atomen bis zu Planeten, Sternen und Galaxien.
aber es verwendet immer noch die gleichen grundlegenden Prinzipien, um all diese Dinge zu erschaffen. Dieses Gesetz deutet also darauf hin, dass die Struktur der grundlegenden Partikel, aus denen Materie besteht, auf allen Ebenen wiederholend und einheitlich ist. Dies sind die sechs grundlegenden Gesetze des Universums, laut der SVT. Und obwohl es von der Mainstream-Wissenschaft nicht akzeptiert wird, ist es immer noch ein ziemlich interessantes Konzept.